Jetzt ist die Frage, werden die Menschen, die jetzt Jesus Christus ablehnen und nicht an ihn glauben, werden diese in der künftigen Drangsalszeit, in der siebenjährigen Gerichtszeit Gottes, dann die Möglichkeit noch haben, Jesus Christus anzunehmen und sich zu ihm zu bekehren? Es wird in der Zukunft die Entrückung der wiedergeborenen Christen geben und daraufhin folgt eine siebenjährige Gerichtszeit, Drangsalszeit. Werden dann noch die Menschen, die davor das Evangelium gehört haben, noch die Möglichkeit haben, sich zu Jesus zu bekehren? Definitiv nein. Aus zwei Nebengründen und aus einem Hauptgrund. Erstens, es wird der Abfall der Christenheit kommen, unmittelbar nach der Entrückung. Das heißt, die Christenheit wird abfallen von all dem, was zum lebendigen Gott gehört, was zur biblischen Wahrheit gehört und abfallen von allem, was christlich ist. Und dieser Abfall der Christenheit, der Kirchen und der gesamten Christenheit wird die Menschen mitreißen in die Gottesferne. Zweitens, es werden viele falsche Christusse aufstehen und die Menschen verführen. Die Menschen werden völlig verwirrt sein. Sie werden nicht mehr wissen, wem sie glauben. Sie werden viele falschen Christusse glauben, bis der Antichrist auftritt, der vom Teufel selbst inspiriert sein wird und mit einer satanischen Macht die Menschen verführen wird. Und drittens, und das ist der entscheidende Grund, Gott selbst wird eine Kraft des Irrwahns senden, den Menschen senden, die der Wahrheit des Evangeliums bis dahin noch nicht geglaubt haben. Denen wird er eine Kraft des Irrwahns senden, so dass sie dem Antichrist und der antichristlichen Lüge glauben werden. Es wird also eine Kraft der Verstockung kommen von Gott, so dass die Menschen nicht mehr umkehren können zu Jesus Christus, sondern dem Antichrist glauben werden. Und dennoch spricht die Bibel davon, dass ein Evangelium des Reiches und das ewige Evangelium verkündigt werden wird. Und es werden Menschen sich bekehren in der Drangsalszeit. Wer wird das sein? Erstens, es werden insbesondere primär Juden sein. Denn in der Drangsalszeit will Gott mit den Juden ans Ziel kommen und ihnen wird die Decke vom Herzen genommen, bildlich, so dass sie endlich Jesus Christus als ihren Messias erkennen werden. Auch nicht alle, aber viele. Und zweitens werden auch Menschen dann Jesus Christus als Messias annehmen, die bis dahin noch nie etwas von ihm gehört haben werden und noch nie die Möglichkeit gehabt haben, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Diese zwei Personengruppen werden die Möglichkeit haben, sich zu bekehren. Alle anderen, die bis dahin das Evangelium abgelehnt haben, werden dem Antichrist folgen und keine Möglichkeit haben, zu Jesus Christus sich zu bekehren. Die Chance hast du jetzt, nutze sie, solange du die Möglichkeit hast.